Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Stranded Deep. Ich bin wieder dabei, ich bin wieder auf der einsamen Insel unterwegs und ich habe in der letzten Folge sage und schreibe rausgefunden, wie man ein Bett bauen kann aus Palmenwedeln. Ich muss dazu gleich nochmal eine Sache sagen. Ich bin ja auf einer einsamen Insel und ich merke jetzt schon, dass ich einen psychischen Knacks habe, ja? Und zwar, es ist folgendes. Ich bin auf dieser einsamen Insel nicht alleine. Und zwar habe ich Stimmen in meinem Kopf, die mir Dinge sagen. Ja, ich bilde mir quasi ein, dass ich hier Zuschauer habe, die mir zuschauen und mir Sachen quasi in meinen Kopf hereinsagen. Und da gibt es zum einen den Alan, das ist eine Stammstimme in meinem Kopf, ja, sozusagen. Und der hat gefragt, was das eigentlich für ein Flugzeug ist, das im Intro zu sehen ist. Und im Intro sieht man so ein, was piept hier eigentlich immer so komisch? Das ist meine Uhr? Ich glaube ja. Im Intro gibt es ja so ein, auf der linken Seite so ein Flugzeugwrack, ja, das sieht man nur so das Cockpit. So, und ich blende jetzt hier mal ein das Flugzeug, also das Modell ist ein Modell aus dem Model Pack und zwar vom Video Copilot, das heißt Jet Strike. Auf dem Ruder hinten steht zwar drauf 777, aber naja gut, das muss nichts heißen. Also es gibt zwar eine Boeing 777, die sieht dem Modell hier auch ähnlich, aber eigentlich ist es so, dass man Originaldesigns nicht so einfach verwenden kann, ohne da eine Lizenz dafür zu klären. Also weiß ich jetzt nicht genau, ob das hier wirklich eine 777 von Boeing ist oder ob das nur so ein angelehntes Modell ist, was so da dran angelehnt ist, aber so ein paar veränderte Details hat. Also meistens werden dann so kleinere Sachen verändert, damit das zwar noch irgendwie als Boeing erkennbar ist, aber dann irgendwie auch keine mehr ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Der Alan meint, er ist Flugzeugfanatiker, vielleicht erkennt er es ja, was es sein soll. Es ist, was ich auf jeden Fall sagen kann, es ist kein Airbus A380. So viel kann ich sagen, ja. Gut, das war das. Dann haben wir noch eine Stimme, eine neue Stimme in meinem Kopf, und zwar den Gerion Henseler, der sagt, wenn du F drückst und Linksklick machst, siehst du dein Leben, dein Hunger und dein Durst. Das will ich jetzt gleich mal probieren. Also F ist ja die Uhr, das habe ich schon rausgekriegt. Und wenn ich jetzt links klicke... Ah, gucke mal an. Oh. Okay, mein Leben ist voll, mein Durst ist voll und mein Hunger, also Hunger habe ich keinen. Das heißt, ich muss trinken. Guckt mal, mein Arm ist ja, hat ja da voll den, voll die Wunde da links. Noch gar nicht aufgefallen. Okay, dann würde ich sagen, knack mal einfach mal noch ein paar Kokosnüsse, oder? Wir haben es ja. Wie war denn das? Ach übrigens, ja, der Gerion wird das jetzt schon mitgekriegt haben. Das Bett habe ich schon ohne seine Hilfe geschafft. Er hat nämlich auch noch geschrieben, wenn du ganz oben auf den Palmenblättern die Axt, die Blätter mit der Axt abbaust, dann kommen Blätter raus, wo man mit Betten machen kann oder Dächer. Dächer ist übrigens ein interessantes Stichwort. Sowas ähnliches habe ich mir eigentlich auch schon gedacht. Hätte ich dann auch jetzt als nächstes probiert. Aber es ist gut, den Tipp nochmal zu kriegen, auf jeden Fall. So, kann ich denn grüne Kokosnüsse auch knacken? Das ist jetzt interessant. Oh, jetzt ist die grüne Kokosnuss zur Kokosnuss geworden, weil ich draufgehauen habe. Ist auch irgendwie witzig. So, jetzt muss ich irgendwas wegwerfen. Und ich werfe mal den Hammer mal ganz kurz weg. Das ist irgendwie doof mit dem Wegwerfen. So, jetzt will ich mal... Jetzt will ich mal gerade gucken, wie ist das jetzt? Habe ich jetzt weniger Durst? Ach nee, okay, jetzt checke ich das erstmal. Alles klar. Mein Hunger, ich hab Hunger, ich hab keinen Durst, ich hab Hunger. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Gut, dann spalten wir einfach die Kokosnuss. Na, wir spalten die Kokosnuss. Wir spalten die Kokosnuss. Ha! So. Nein! Nicht wegwerfen. So, nicht die Axt wegwerfen. So, und wir essen die Kokosnuss. Noch einmal. Om nom 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 nom. Om nom 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 nom. So. Lecker Kokosnuss. Ich wette, irgendwann kann man sich auch so Drinks mixen oder sowas. Vielleicht findet man ja irgendwie in so einem Schiffswrack dann auch Alkohol. Man kann ja auch tauchen. So. Moment, was wollte ich jetzt? Ich wollte jetzt... Ah ja, genau, ich wollte gucken, wie es jetzt meinem Hunger geht.
Ah, seht mal, eine Kokosnuss füllt einen Hungerbalken auf. Okay, passt auf, passt auf, passt auf, passt auf, liebe Freunde. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich axte hier jetzt nochmal ein paar Stöcke. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawoll. Ah. Oh, ich sollte vielleicht auch ein bisschen aufpassen. Der Hammer liegt da jetzt irgendwo da hinten, dass ich den Hammer nicht verliere. Also, wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt Folgendes. Wir bauen uns jetzt noch ein Lagerfeuer. Und dann röste ich noch ein paar Krebse. Das ist nämlich, glaube ich, mal gar nicht so verkehrt, wenn man sich hier mal noch ein paar Krebse röstet. So, jetzt kann ich hier... Campfire! Und jetzt müssen wir das noch anzünden. Ha! Und jetzt, nehme ich mein Messerchen. So. Und hol mir mal noch ein paar Krebse. Natürlich ist es jetzt dunkel. Super. Aber essen muss ich jetzt doch noch. So. Den nehmen wir mit. Wie viel kann ich eigentlich mehrere Krebse nehmen? Ich glaube nicht, oder? Ich probiere jetzt erst... Ich nehme die jetzt erstmal einzeln. Boah, irgendwo hänge ich gerade. Also irgendwas hänge ich gerade fest. Oh, guckt mal. Was ist das denn? Irgendwas. Irgendwelche Überreste von meinem letzten Feuer. Krabbe. Und... Moment. Wie war das? Hinwerfen? Und dann rechtsklick und dann durchs Feuer ziehen, ne? Ja. Und wenn es aufhört zu brutzeln, dann ist es gut. Dumm, die 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 dumm, dumm, die dumm, die dumm. Los! Komm schon. Hm, brutzelt ganz schön lange. Ich esse die jetzt einfach. Ah, guck mal, ist die rot geworden? Ja, guck mal, der ist rot geworden. Nee, oder ist das das Feuer? Ach, das ist schwer zu sagen. So, jetzt mal den Hunger angucken. Hallo, F. Hallo? Oh. Irgendwie hat er da immer, wenn er Krebse isst, hat er irgendwie immer irgendwie, ist ihm irgendwie immer komisch. Hm. Ich weiß nicht, der Hunger füllt sich irgendwie nicht so wirklich auf, oder? Vielleicht sind Krebse auch kein so gutes Mahl. Vielleicht sollte ich mich mal nach anderen Mahlzeiten umgucken. Komm, den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir noch jetzt hier, komm. Den holen wir uns jetzt hier noch. Und dann wird geschlafen. Alter, was verklitsche ich mich denn hier? Ich glaube, ich verklitsche mich an meinem eigenen Bett gerade. So, Moment. Wegwerfen. Durchs Feuer ziehen mit Rechtsklick. Also gedrückt halten und mit Rechtsklick durchs Feuer ziehen. Vielleicht habe ich ihn doch nicht lang genug gebraten. Das kann natürlich sein. Vielleicht muss ich ihn doch länger braten. Okay, dann schaue ich jetzt mal, ob das Geräusch vielleicht wirklich aufhört irgendwann. Vielleicht habe ich ihn auch zu lange gebraten. Vielleicht hat er deshalb so einen komischen... Ich esse ihn mal jetzt. Na, 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 na. Nee, okay. Auch das ist, nicht richtig. Ich gucke jetzt trotzdem mal, wie sieht mein Hunger... Ah, okay, mein Hunger hat sich aber aufgefüllt. Das ist schon mal gut. Aber ich muss ganz schön viele Krebse essen, damit da mal was passiert. Okay, wir schlafen jetzt. Ha! Jetzt frühstücken. Und was gibt's zum Frühstück? Ihr ahnt es schon. Lecker Krebs. Oh, der ist schön fett hier. Ich frage mich, ob die kleinen Krebse oder ob die großen Krebse mehr Hunger regenerieren als die kleinen. Ah, ich renne schon wieder in mein Klitschbett. Okay, Moment. Krebs. Hinschmeißen. Durchs Feuer ziehen. Das wäre jetzt witzig, wenn das Feuer jetzt ausgeht, wo ich den Krebs gerade braten will. Okay, jetzt versuche ich den mal richtig lange im Feuer zu halten. Ja, richtig, 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 richtig lange. Ich habe ja hier so ein bisschen die Zeit im Blick. Ich sehe ja, wie viel Zeit vergeht. Er ist jetzt bestimmt schon mindestens 10 Sekunden da drin. Jetzt sind es gleich 20 Sekunden. Also jetzt sind es 15 Sekunden ungefähr. Jetzt 20. 25.
30. Jetzt hole ich ihn raus. Und jetzt... Ja, guck mal, der ist rot geworden. Ohne Witz, der war doch vorher schwarz, der Krebs. Na? Ja, irgendwie vergifte ich mich trotzdem noch an dem Krebsen. Warum? Moment, jetzt mal gucken, wie sieht mein Hunger aus? Oh. Ja gut, ich habe aber auch geschlafen, da ist das kein Wunder, dass ich Hunger habe. Ich knack mal lieber noch eine Kokosnuss. Oder Moment. Vorher hacke ich vielleicht doch nochmal auf diesem Stämmchen rum und mache da nochmal Stöcker draus. Pock. Das dauert auch ganz schön lange. So, jetzt spalten wir die Kokosnuss. Das ist witzig, wenn ich auf die Kokosnuss draufhaue, wird sie von grün, von der grünen Kokosnuss zur normalen Kokosnuss. Machen Kokosnüsse das so? Ist das so? das sind ja komische Kokosnüsse, die hier wachsen. So. Und jetzt schmeißen wir die Kokosnuss weg. Wir nehmen die Axt in die Hand. Wir spalten die Kokosnuss. Wir spalten die Kokosnuss. Wir spalten die Kokosnuss. Jawohl. So. So. Und. Hom nom nom. Hom nom nom. Wie geil das ist, ne? Die Schalen, die esse ich mit von der Kokosnuss. Habt ihr schon mal eine Kokosnuss gesehen? Das muss man ja auch mal sagen. Viele Kinder haben das ja heutzutage. Viele Kinder wissen ja nicht mal, wie Kühe aussehen. Also Kokosnüsse haben eine extrem feste Schale, ja? Die kann man eigentlich nicht so im Ganzen essen. Die kann man höchstens, da kann man höchstens das Weiße rausschaben und das Weiße essen. Das Fruchtfleisch. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Genau, ich wollte den Hammer nehmen. Wie viel Hunger habe ich eigentlich? Ha! Sieht doch gut aus. Okay. Stöcke. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir versuchen jetzt mal hier aus diesem komischen... Aus diesem komischen Konstrukt, was hier steht, versuchen wir jetzt mal was Sinnvolles zu bauen, ja? Irgendwas, was vielleicht ein Haus oder so. Irgendwas Schönes machen wir da jetzt draus. So. Ich glaube aber, um das zu tun, muss ich nochmal axten. Und zwar muss ich jetzt mal gucken, dass ich hier diese Palmenenden... Wie der Hänseler, der Gerion, das schon gesagt hat, dass ich das hier quasi zu Palmenblättern mache, genau so. Und jetzt schauen wir mal, jetzt nehmen wir mal den Hammer in die Hand. Kann ich jetzt hier was machen? Ha! Ich kann ein Dach machen. Ah! Ha! Wie geil ist es? Wenn es jetzt regnet, kann ich mich hier unterstellen. Und jetzt kann ich noch was machen. Nee, Moment. Halt. Stöcke. Wir brauchen noch Stöcke. Axt! So, das ist ja, das klappt ja sehr gut, finde ich. Ich finde, dieses Crafting-System ist sehr angenehm. Wie es alles hochplöppt. So. Hammer. Wand. Ja, das ist doch ganz nett. Sogar eine ziemlich solide Wand. Verbraucht aber ganz schön viele Stöcke. Dann axten wir mal noch ein bisschen. Wir haben es ja. Haha, Knock. Also Stöcke reichen anscheinend zum Bauen aus. Man braucht die Stämme gar nicht. Man kann eigentlich schon mal von vornherein immer auf Stöcke vertrauen. Auf diese Stöcke können sie bauen, ja? Hehe. Und ich würde sagen, bevor mir das Material ausgeht, baue ich mal noch eine grobe Axt. Falls mir nämlich hier die Axt kaputt geht beim Hacken, dann habe ich eine Reserve-Axt. Das ist eine wichtige Investition in die Zukunft und... Verdammte Scheiße, wieso verklitsche ich mich hier immer in diesem Bett? So, jetzt will ich nochmal was probieren. Jetzt fällt mir noch was anderes ein. Wir nehmen jetzt nochmal hier so eine Krabbe. Was? Wieso geht das nicht? Ach so, ich muss den Hammer wegwerfen.
Ich muss ja den Hammer wegwerfen. Ich werfe das mal alles immer hier hin, damit ich nicht irgendwie was verliere von meinen wertvollen Sachen. So, jetzt hole ich mir den Krebs. Komm her, Krebs. Oh, und ich sag mal, die Folge ist an der Stelle auch zu Ende, ne? Was ich jetzt mit dem Krebs so vorhab... Nein, jetzt ist das Feuer aus. Egal. Was ich mit dem Krebs vorhab, das sehen wir in der nächsten Folge, Stranded Deep. Bis dann, ciao, ciao.